Bis 2020 war man anerkannt als deutsche Schachschule und profitierte dabei maßgebend von der Partnerschaft mit dem ESV Gera. Holt man sich nun bald das Qualitätssiegel zurück? Es scheint so. Ja, wir wollen, heute ist der 23. September 2021, wieder an der Otto-Dix-Schule mit einer AG Schach beginnen. Durch Corona war ja lange Zeit Pause, was keiner so richtig beeinflussen konnte. Und wir freuen uns als Verein ESV Gera gemeinsam mit der Otto-Dix-Schule wieder eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben zu rufen. Dieter Hilbig kann dazu wohl mit stolz geschwellter Brust antreten und mit dem jüngst errungenen Titel eines mitteldeutschen Meisters der U16. Ziel unserer Arbeitsgemeinschaft soll sein, den Kindern das königliche Schachspiel zu vermitteln, dass die Kinder Spaß am Schachspielen haben. Schachspielen fördert die Konzentration, das logische Denken, sodass das auch in ihrem weiteren Leben für die Kinder im späteren Berufsleben ein wichtiger Faktor sein könnte. Zuletzt spielten Jungen und Mädchen im Computerkabinett einen Fernschachwettkampf gegen Aktive aus der russischen Partnerstadt Rostow am Don. Die Schulleiterin begrüßte das mit guten Wünschen und einer Portion Nervennahrung. Dann aber, einer der Schachschulmacher, Klaus Amling, trat ins Rentenalter ein. Der Coronavirus sperrte die Brettspieler aus. Das Prädikat für 2016 bis 2020 lief ab. Wie weiter? Der ESV hat hier große Tradition zu vertreten. Wir haben also immer die Besten von der Schach AG, von der Otto-Dix-Schule zu uns, zu unserem Verein gewinnen können. Unser Verein war insgesamt 6-mal bei der Endrunde der deutschen Mannschaftsmeisterschaft vertreten. Und ich kann da sagen, dass in diesen Mannschaften mindestens immer 2 Kinder oder ehemalige Kinder der Otto-Dix-Schule vertreten waren, sodass das schon ein recht großer Erfolg war. Zuletzt kann ich sagen, dass wir im Jahr 2020 diese Meisterschaft, die aber erst 21 ausgespielt wurde, gewinnen konnten, sodass wir den Titel Deutscher Meister ringen konnten. Und das ist ein recht großer Erfolg für uns, für den Verein, für die Otto-Dix-Schule, aber auch für die Stadt Gera. Auch mit Personalwechsel in 2021 knüpften die Gera ESVer in der U16 an diese Erfolge an. Auch in diesem Jahr ist es schon wieder soweit gewesen. Vorige Woche haben wir den Meistertitel von Mitteldeutschland errungen, in einer ganz souveränen Art. Wir haben also 5 Runden gespielt. Alle 5 Runden wurden klar gewonnen, sodass es auch in diesem Jahr wieder zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft, die in Kiel stattfinden wird, zwischen Weihnachten und Neujahr. Wen erwartet man hier also als Trainierende oder als Schützlinge? Wir haben im Vorfeld mit der Otto-Dix-Schule ein Gespräch geführt. Die Direktorin, Frau Meyer, hat uns gesagt, dass zurzeit 8 Kinder Interesse haben, sich an dieser AG zu beteiligen. Und wir werden dann mal sehen, vielleicht werden es mehr oder vielleicht springen wir wieder welche ab. Aber vielleicht ist das eine oder andere Talent wieder mit dabei, in dem wir hoffen und unsere Mannschaft dann wieder stärken können. Darf man sich dazu noch anmelden? Ja, jederzeit ist eine Anmeldung möglich an der Otto-Dix-Schule, also die Kinder, die an der Otto-Dix-Schule sind. Aber auch, vielleicht kann ich darauf verweisen, wir machen montags bei uns im Lokal, das ist die Straße des Bergmanns 72, montags 17 bis 18 Uhr, für Kinder, die gerne Schach spielen lernen wollen, die auch noch überhaupt noch keine, keine Ahnung vom Schach haben, können sich dort melden und sind dort 2 Trainer, einmal der Thorsten Kirchner und meine Wenigkeit, die uns freuen würden, wenn wir Kindern das Schachspielen beibringen können. Schön wäre es, wenn das Training wöchentlich bzw. eben regelmäßig durchgeführt werden kann. Da wir diese Arbeitsgemeinschaft jetzt zu zweit absolvieren, denke ich, dass das regelmäßig stattfinden wird. Falls mal einer ausscheiden sollte, krank wird, es kann immer einer einspringen, sodass es ganz wichtig ist, dass das niemals ausfallen darf. Im besseren Falle also ist das der erste Schritt auf einen künftigen Antrag zur Anerkennung als deutsche Schachschule nach der hohen Verbotszeit der Corona-Pandemie. Ja, wir würden uns freuen, wenn die Grundschule Otto-Dix wieder diesen Titel Deutsche Schachschule tragen könnte. Sprach's und machte sich auf den Weg zur Trainingseinheit.
Allerdings, im Verzeichnis des Deutschen Schachbundes werden die Untermhäuser nur noch als Karteileiche geführt. Und nach telefonischen Aussagen aus dem Sekretariat hat sich diesbezüglich am Status nach dem Juli 2021, also von vor den Ferien, und erhofft klarem Bekenntnis auch jetzt zuletzt nichts geändert. Eine Reaktion der Leiterin der Grundschule und szenische Umsetzung mit Kindern wurde unter Berufung auf das Hausrecht gar unterbunden, statt konstruktiv auf die Dialogsuche einzugehen. Eine Hintertür bleibt der Schulleitung damit offen. Schach AG ja, aber nicht Kurs Deutsche Schachschule. Denn die fordert nach den Anerkennungs- und Bewerbungskriterien des Deutschen Schachbundes und der Deutschen Schachjugend deutlich mehr Aufwand im Hause, als eine Arbeitsgemeinschaft zu führen. Also muss man auf eine öffentliche Positionsbestimmung auch im neuen Schuljahr noch warten. Image und Ruf scheinen da offenbar nicht mehr so wichtig.